Feuer frei! Upsa! Ja, nicht fallen. Da müssen wir also hin, ja? Ihr entkommt mir sowieso nicht. Ein Blick. Wird wirklich auseinander. Solange er damit wartet, bis wir nicht mehr drin sind. Ta-da-da-da. Kommt raus und kämpft, ihr erbärmlichen Feiglinge. Ihr erbärmlichen. Versucht, einen Notruf abzusetzen. Darum können wir uns kümmern, wenn wir nicht gerade beschossen werden. Halt das Signal im Auge, Vetra. Jetzt hat er schon kein Schild mehr. Boom! Da lebt ja noch einer. Dann nehmen wir den Behälter hier noch mit. Aufklärungszielfernrohr. Ich muss mal ein paar alte Mods verkaufen. Memo an mich selbst. Wenn ich dran denke. Vermutlich werde ich gleich nicht mehr dran denken. Oder spätestens in der nächsten Aufnahme. Ich kenne mich ja. Da drüben. Da drüben. Auf der anderen Seite ist ein Weg. Vielleicht kommt. Benutzen. Sie ziehen sich in das Gebäude zurück. Das hilft Ihnen auch nicht. Sie da draußen. Hören Sie mich. Die Stimme kenne ich. Das ist Vaughn, unser Botaniker. Pathfinder. Frank? Kein Wunder, dass die Piraten meinten, sie bräuchten Verstärkung. Was machen Sie hier? Ich war gerade auf dem Schiff, als die Piraten es gestohlen haben. Ich konnte niemanden mehr warnen. Okay, Schluss mit dem Quatsch. Komm runter. Würde ich ja. Aber ich musste mich in einem Container einschließen, um sie loszuwerden. Die wollen mich töten. Das ist nicht gut. Na toll, sie lassen den Transporter warm laufen. Uns läuft die Zeit davon. Jetzt wissen Sie, warum wir hier sind. Sie dürfen nicht entkommen. Ohne den Tresor ist die Kolonie verloren. Sie verschanzen sich. Alle bereit für einen Kampf? Der Transporter oder Vaughn? Was ist wichtiger? Ah. Ah. Reißen Sie sich zusammen! Konzentration, Drag. Es geht um Ihre Kolonie. Was wollen Sie tun? Ohne Vaughn sind die Saaten im Tresor nutzlos. Er hat Vorrang. Vaughn, wir sind unterwegs. Scha! Die sieht nicht gerade stabil aus. Sie wird schon halten. Pathfinder, falls Sie nicht rechtzeitig hier sein sollten, könnten Sie Kirch dann bitte sagen, dass ich Sie liebe? Nee, kein Quatsch. Natürlich sind wir rechtzeitig. Moment mal, was hast du gerade gesagt? Ich! Vaughns Signal ist jetzt näher. Cash dann sagen, dass...
Oi, oi, oi. Und tschüss. Tja, da bahnt sich doch noch ein kleines kroganisches Dilemma an. Zu meiner Zeit hat ein Kroganer noch um Erlaubnis gefragt, bevor er jemanden den Hof gemacht hat. So wie es die Clan-Traditionen verlangt. Komm rüber, dann können wir reden. Ich verzichte, Kroganer. Der Transporter war nur der erste Schritt. Wir werden uns an der Nexus und den Kroganern rächen. Es gibt nur eins, was hier heute zerstört wird, und das bist du. Und dieser Ort. Und dein Boss. Und vermutlich deine gesamte Crew. Genau genommen werden hier also eine Menge Dinge zerstört. Und sie alle gehören dir. Holla, die Waldfee. Dann den Transporter. Und dann kümmere ich mich um Ron. Sie haben Ron noch nie erwähnt. Der Botaniker des Clans. Der Kleine bringt alles zum Wachsen. Aber er hat keine Überlebensinstinkte, gar keine. Ein Wunder, dass er das Erwachsenenalter erreicht hat. Als Kroganer, ja. Oh, hallo, mein Freund. Komm hier. Irgendwie. Wo ist denn der? Ach, hier. Hier ist er raus. Borns Kommsignal kommt von dort oben. Da, 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 da. Ich bin in dem Container auf der rechten Seite. Sekunde. Das war ja easy. Sind Sie verletzt? Hey, alles okay? Mir geht's gut. Alles in Ordnung. Was hast du dir gedacht? Warum hast du das getan? Er wollte sie erschießen. Die Kolonie kann auch ohne mich überleben. Aber ohne dich und das, was in deinem dämlichen Schädel steckt, hat unser Volk keine Zukunft. Sie sagen ständig, sie sind entbehrlich. Aber das stimmt nicht. Wir brauchen sie. Wir wissen, was wir verloren haben, weil sie es gelebt haben. Ich brauche noch ein paar Dinge, bevor wir aufbrechen können. Reden Sie mit ihm. Opfer zu bringen erfordert Mut. Er hat nicht ganz Unrecht. Wenn es persönlich wird, neigen Sie dazu, im Kampf leichtsinnig zu werden. Ich werde nicht zulassen, dass meinem Clan etwas geschieht, Ryla. Sie werden ihm nicht viel nützen, wenn Sie tot sind. Nicht Sie auch noch. Wir haben keine Zeit für sowas. Wir müssen uns einen Transporter zurückholen.
Ich bin soweit. Du bleibst schön hier. Ich habe keine Lust, Cash zu erzählen, dass du wie ein Idiot gestorben bist. Ja, das dürfte funktionieren. Ich habe da so eine ganz blöde Vorahnung. Hey, na komm! Hi. Hi. Der kann aber auch. Ah. Verone klingt irgendwie ein wenig verzweifelt. Tja, im Moment ist es echt beschissen, eher zu sein. Definitiv. Da möchte ich auch nicht mit dem tauschen. Dem fliegt ja hier die ganze Bude um die Ohren. Ah, ich liebe das. Alter, auf der anderen Seite sind ja noch recht viel. Ich glaube, sie versuchen es immer noch. Ich glaube, das war der perfekte Zeitpunkt, um zu sagen, Pech gehabt. Oh nein. Ja, aber in dem Zustand wird er wohl niemandem was nützen. Ah, Moment. Mech der Hydra-Klasse. Anscheinend nicht funktionstüchtig. Hydra-Mechs sind selten und enorm leistungsfähig. Es ist Vorsicht geboten. Konsole! Jetzt geht's los. Da kommen sie. Dieser Regen macht es echt schwierig, einen vernünftigen Schuss abzufeuern. Ich glaube, der mag es nicht, im Regen zu kämpfen. Boom! Ist der Transporter noch da? Ja, noch! Ich glaube, ihr Widerstand lässt nach. Entweder das oder wir haben sie schon alle erledigt. Oh. Sonst hätten wir uns zu früh gefreut. Ach was, endlich mal Gegner, bei denen es sich lohnt. Ich mag den. Das sind ganz schön viele Piraten. Da hinten auch noch. Zack. Terminator. Sie nannten ihn den Vernichter. Ich schätze, sie waren nicht alle kaputt. Doch nicht. Wo haben die dich denn versteckt? Oi, oi. Oh, oh. Oh, oh. Houston, wir haben ein Problem. Ich komme nicht hier weg. Da. Nein! Oh, ich krieg die Krise, du. Ich krieg die Krise. Ich war fast da, war ich. Fast. Ich hab das Medic-Ding schon gesehen.
Ich habe es doch schon gesehen. Dieser Regen macht es echt schwierig, einen vernünftigen Schuss abzufeuern. Ist der Transporter noch da? Ja, noch. Ich glaube, ihr Widerstand lässt nach. Entweder das oder wir haben sie schon alle erledigt. Sieht aus, als hätten wir uns zu früh gefreut. Ach was, endlich mal Gegner, bei denen es sich lohnt. Das sind ganz schön viele Piraten. Ich schätze, sie waren nicht alle kaputt. Doch nicht. Aua! Sind natürlich diese fetten Viecher noch hier. Au! Na komm, geh vor. Geh kaputt. Au! Oh oh. Just, das ist gar nicht gut. Nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Oh. Das war aber auch knapp. Alter. Alter Schwede. Okay, ich gebe zu, das war noch, nochmal ordentlich. Konsole. Und was jetzt? Jetzt suchen wir Aron. Ich schätze, das war's. Nicht weiter. Ich nehme diesen Transporter. Überlegen Sie sich das gut. Aron, Sie wissen nicht, was Sie da tun. Ich weiß genau, was ich tue, Pathfinder. Nur keine Sorge. Glaub mir, ich bin gerade nicht dein größtes Problem. Jetzt geht's los. Ich warne Sie! Warten Sie, kommen Sie nicht näher. Es beeinträchtigt jeden, der kein Kroganer ist. Es ist ziemlich stark. Dann bringen wir mal den Müll raus. Mein erster Feldversuch. Es hält nicht lange an, aber es wirkt schnell. Das wagen Sie nicht. Sie bluffen doch nur. Hast du das gerade echt gesagt? Nein, nein, nicht, nicht loslassen! Er könnte uns noch nützlich sein. Wir müssen wissen, was Bender vorhat. Und irgendwo muss eine Grenze sein. Ich wusste, dass Sie das sagen. Na schön, bringen wir ihn zurück zur Nexus. Ihn fallen zu lassen wäre trotzdem lustiger gewesen. Wenn Sie es sagen. Ich sage Ihnen alles, was ich weiß.
Schnauze, du rückgratloses Arschloch. Wir lassen dich leben. Vorerst. Bringen wir diesen Transporter wieder zurück. Heidewitzka. Sie sind nicht entbehrlich, Drake. Ich weiß nicht, kann ich schaden, ihn anzuhören?